Victims are called upon to identify their perpetrator in open court. Sie werden aufgefordert, den Täter im Gerichtssaal zu identifizieren, aber das ist oft extrem schwierig. Egal wie abscheulich der Täter oder wie kooperativ die Frau ist, oft fällt es den Opfern richtig schwer. Vor Gericht hörte ich ihn seinen richtigen Namen sagen. Und dann log er den Richter an. Der fragte nach seiner Ausbildung und Michael sagte, er hätte 4 Jahre studiert. Er hat nie ein College besucht, das habe ich recherchiert. Ich habe dort angerufen, weil ich es wissen wollte. Da saß ich und hörte diesen Mann reden. Und es war nicht der Mann, den ich geheiratet hatte. Es war nicht Michael. Auf der Anklagebank saß William Barber, nicht Michael. Und es war wirklich schwer. Er sah wie Michael aus, aber er war es nicht. Er konnte lange ungehindert agieren und mit seiner charismatischen Persönlichkeit zog er viele Leute an. Ein sehr intelligenter Mensch. Er soll einen IQ von über 140 haben. Ein Genie, das auf legale Weise Millionen hätte machen können. Bob Donnellan fragte Michael Barber ganz direkt, wer er wirklich ist. Doch außer seiner Schwester Pam weiß es vielleicht nur ein Psychiater. Als Kind war Mike ganz normal. Er tat das, was alle Jungs machten. Wir spielten Fangen und Verstecken. Er spielte Baseball und als er älter wurde, Football. Er wuchs ganz normal wie jedes Kind auf. Ich hätte nie gedacht, dass Mike mal so einen Weg einschlagen würde. Als er klein war, schwindelte er zwar gern. Aber das kommt bei Kindern öfter vor. Manche Kinder tun das einfach. Aber ich hätte nie gedacht, dass Mike Karriere machen würde durch das Erzählen wahnsinniger Lügengeschichten. Man konnte seine Spuren bis in die frühen 70er Jahre zurückverfolgen. Er hatte in Leavenworth eingesessen, einer Bundeshaftanstalt. Er war in Missouri für ähnliche Betrügereien im Gefängnis. Er hat ein langes Vorstrafenregister als Betrüger. Je mehr Vergehen ihres Ehemanns bekannt wurden, desto demütigender empfand Joyce ihren Auftritt als Zeugin. I remember that she was very upset. Ich weiß, dass sie sehr aufgebracht war. Es war ihr peinlich, dass ihr Name durch die Presse ging und sie in der Öffentlichkeit stand. Sie fühlte sich hinters Licht geführt, betrogen und übertölpelt. Ich konnte es ihr nicht verübeln, dass sie sich so fühlte. Sie war sehr emotional, als sie vor Gericht und vor Mr. Barber aussagte. Am Tag der Urteilsverkündung hatte ich die Chance, vor den Richter zu treten. Ich sagte ihm, dass Michael die Hilfe eines Psychiaters nötig hätte, weil er wirklich nicht weiß, was gut und böse ist. Er hatte so viele Jahre gelogen, dass er nicht mehr wusste, was die Wahrheit war. Michael hat mich nie angesehen. Er hatte die Möglichkeit zu reden. Es wäre schön gewesen, wenn er gesagt hätte, dass es ihm leid tut. Aber nein, nicht ein Wort. Als würde er nichts bereuen. Unsere ganze Ehe war eine Lüge. Ich wusste selbst nicht mehr, wer ich war
Und ich weiß es immer noch nicht. Die Leute fragen mich nach meinem Namen und ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Ich sage allen, ich bin Joyce. Einfach Joyce. I'm just Joyce. Es sind vor allem einsame Herzen, die nach der großen Liebe suchen und sie oft nicht finden. Wenn man Glück hat, gibt es Menschen, die für einen da sind, wie Joyce Schwester Deborah, die wieder Kontakt mit ihr aufnahm. Ich habe die Sache beobachtet und ich wusste, dass er irgendwann einen Fehler machen würde. Und dann musste jemand da sein, um ihr aus dem Elend herauszuhelfen. Ich musste also nur warten, bis alles vorbei war. Dann konnte ich für sie da sein. Michael scheiterte aufgrund seiner Arroganz. Es war anmaßend von ihm zu glauben, er könnte in meiner Welt unbemerkt untertauchen. Ich spüre Verbrecher auf, das ist mein Job. Seine Überheblichkeit hat ihn zu Fall gebracht. Er ist ein Verbrecher, der sich unter Fahndern verstecken wollte. Wenn ich auf die letzten 40 Jahre zurückblicke und darauf, was er seiner Familie alles angetan hat, müsste ich sagen, werft seinen Zellenschlüssel weg. Das Urteil ist seinen Verbrechen angemessen. Ich wollte nicht, dass er Bewährung bekommt oder Vergünstigungen. Ich fand, eine Haftstrafe ist gerechtfertigt. Ich habe kein Problem mit 3 Jahren. 3 Jahre für Lügen, das ist viel. Ich habe viel fürs Leben gelernt, wirklich. Ich weiß, dass es nicht daran lag, dass ich ihn im Internet kennengelernt habe. Ich möchte nicht, dass Leute glauben, dass man nie jemanden online kennenlernen darf. Es gibt viele erfolgreiche Internetbekanntschaften. Ich hätte Michael auch im Supermarkt oder in der Kirche treffen können. Überall. Sie hatte den Mut, zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und in dem Moment, wo sie es tat, breitete sie ihre Schwingen aus und konnte fliegen. Joyce hat sich erholt und aus ihrem Fehler gelernt. In Zukunft wird sie allerdings vorsichtiger sein. Ich habe nie gesehen, wo er wohnte, nie seine Freunde kennengelernt. Ich weiß jetzt, dass ich wissen will, wo jemand lebt, damit ich keine bösen Überraschungen erlebe. Ich werde in deine Schränke sehen, deinen Medizinschrank prüfen und alles über dich wissen, bevor ich dich heirate. Du wirst nichts vor mir verbergen können. Joyce Reynolds ließ ihre Ehe mit Michael Barber annullieren. William Barber wurde nach nur 7 Monaten seiner 3-jährigen Haftstrafe vorzeitig entlassen. Sein heutiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Thank you.